Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldo. So, wir wollten uns hier der Schlange widmen. Dafür brauchen wir erstmal hier die Fackel. Und dann müssen wir hier überall ein bisschen Licht machen. So, hoffentlich finde ich hier alle Fackeln wieder schnell. Hier ist eine. Wir erstmal außen rum zu laufen. So. Hier ist noch eine. Ich weiß nicht, ob hier hinten irgendwo eine war. Okay, hier sind wir schon wieder hier. Die hier noch. So, habt ihr hier? Da ist eine Fackel. Die brennt schon. Du hast hier noch eine Fackel bei deinem Laden vielleicht? Ah, hier oben ist noch eine. So, das könnte schon die letzte Fackel sein. Ist es aber noch nicht. Okay, dann fehlt uns noch irgendwo eine Fackel. Hier hinten? Nee. Okay, letzte Fackel oder vorletzte Fackel? Irgendwo muss noch eine sein. Vielleicht hier beim Teich, habe ich hier irgendwo eine übersehen? Oh, hier draußen ist noch eine. Okay, dann haben wir die Schlange. So, wir können schon mal auf die Bombe wechseln. Da ist sie. Okay. Komm. Spring raus. Na super. Oh, und wir haben... Okay, wir haben noch Heiltränke. Oh, nein. Jetzt habe ich einen verschwendet. Na komm, spring schon. Super, will die nicht? Na komm jetzt aber. Das ist irgendwie nicht so cool. Bei der anderen ging das irgendwie besser. Sehr gut. Okay. Verdammt. Spring raus, komm. Okay. Sie erwischt uns doch immer noch wieder. Okay. Sehr gut, haben wir getroffen. Ja, brüll du nur.
Nein! Verdammt, jetzt habe ich es verpasst eben. Okay, nochmal. Na komm. Wow. Das war knapp. Verdammt. Wir haben auch gleich keine Bomben mehr. Na komm schon. Jetzt spring endlich nochmal. Komm schon, ein letztes Mal noch. Ausweichen. Ausweichen. Verdammt, nicht getroffen. Ausweichen. Okay, was ist jetzt? Oh, ich glaube, wir müssen sie nochmal treffen. Wie viele Bomben hält sie denn aus? Verdammt, ich hab's verpasst auszuweichen. Oh nein. Okay. Was? Oh, schon wieder nicht getroffen. Kann doch nicht sein. Zehn Bomben noch. Ah, verfehlt. Ich meine, ich treffe sie die ganze Zeit, aber irgendwie. Ich glaube, die andere konnten wir auch mit einem Schwert schlagen. Hier. Ich meine, wir treffen sie ja immer schon wieder. Warum? Das hat doch bei der draußen auch geklappt. Können wir die überhaupt besiegen? Okay, ich wollte es gerade. Ich hätte schon fast aufgegeben. Okay, wir bekommen 50 Dindi. So, und jetzt würde ich sagen, reden wir nochmal mit den Dorfbewohnern. Vielleicht kriegen wir von denen noch irgendwas Schönes. Ja, der legendäre Donnerstab. Von dem vielleicht. Okay, der auch nicht. Mensch, wir haben die große Schlange hier im Dorf besiegt. Ja, die sagen alle noch das Gleiche.
Ich dachte, wir bekommen jetzt vielleicht irgendwas, wenn wir hier die Schlange besiegen. Vielleicht hier unten nochmal. Ja, genau. Wir haben die Feuerquellen alle wieder angezündet. Okay, super. Wir haben jetzt nichts bekommen. Das ist aber schade. Ich habe jetzt fest damit gerechnet. Ich meine, die Belohnung war 50 Dindi. Das hätten wir uns fast schenken können. Na gut. Dann würde ich sagen... Lied des Windes. Und ich glaube, wir müssen Kugeln kaufen, weil wir haben nur noch 15. Halt nicht so weit. Einmal hierher. So, da sind wir wieder hier. Und ich glaube, hier unten war das irgendwo. Oder irgendwo hier schon mal. Oh. Ah, das wird so eine Blume sein hier. Und hier... Okay, da müssen wir die Blume einsetzen. Okay, wo war jetzt der andere Kollege? Oder war der weiter oben? Weil in dem Turm war er ja, glaube ich, nicht drin. Moment. Wir gucken kurz mal. Aber das war, glaube ich, nur... Genau, das war nur der Eulenturm. Aber wir haben dem einen ja hier geholfen. Ich gehe mal hier hoch. Oh, da ist eine Schatzkiste. So, gehen wir mal hier lang. Oh, hier oben ist auch noch so eine Blume. So. Ah, hier noch eins höher. Okay, dann ging es vorne hoch, glaube ich. Denn hier hoch? Ich brauche mal so einen Gelbtrank. Das wird langsam ein bisschen lästig. So. Hier ging's hoch. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. So, hier lang. Jetzt hier rein. Genau. Und hier ist er. Und hier können wir 5 Kugeln für 3. Das heißt 50. Wir haben ja genug Geld. Kaufen. So, 165. Das dürfte fürs Erste wieder reichen. So, und jetzt Lied des Windes.
So, und jetzt würde ich sagen, ich gehe mal hier zum Eulendorf. Direkt zum Eulendorf. Weil hier fehlt ja noch die Karte. Oder wir gucken, ob wir hier irgendwie außen rum können. Ich gehe mal direkt zum Eulendorf. Und wenn wir es da nicht finden, dann probieren wir erstmal nach Rodia zu gehen, weil da ist immer noch das mit den Mäusen, was wir erledigen müssen. Vielleicht müssen wir ja da vorher irgendwas noch machen. Können uns aber hier auch nochmal umgucken. Hallo Eule. Okay, der sagt, glaube ich, immer noch das Gleiche. Wir laufen einfach mal komplett durch. Oh, verlaufen. Hier am Baum lang. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ach so, und hier ging es nicht weiter. Ah, und wir müssen hier durch. Ja, wir haben ihn doch schon gerettet. Okay, also wir kommen hier nicht durch. Obwohl wir ihn schon gerettet haben. Okay, dann probiere ich nochmal Lied des Windes. Dann gehen wir nochmal hier hin. Na komm. Und dann schauen wir nochmal, ob wir außen rumlaufen können. Ansonsten gehen wir zurück nach Rodia und dort muss irgendwo die Mäusegilde sein. So, hier sind wir am Eulenturm. Nein, tut mir leid. Ich komme dir nicht zu nah. Okay, so. Hier sind wir jetzt zum Eulendorf gekommen. Vielleicht kommen wir noch irgendwo hier außenrum noch woanders hin. Upp. Ich wollte hier drüber laufen. So. Und jetzt vielleicht hier runter. Okay, und hier außen. Okay, kommen wir auch runter. Wo geht's hier lang? Okay, hier ist Ende. Ah, und da oben ist der Durchgang zum Eulendorf. Und auf der Karte befinden wir uns jetzt wo genau? Hier am Rand. Da ist... Okay, dann wahrscheinlich ist hier hinten irgendwo dann der Kartentyp. Wenn wir da durch die Tür kommen im Eulendorf, was wir noch nicht geschafft haben bis jetzt. So.
hier hinten. Ich meine, wir können nochmal hierher gehen und nochmal gucken, ob wir irgendwas übersehen haben, weil hier ist ja auch noch... Irgendwas fehlt uns ja hier anscheinend auch noch. Jetzt, wo wir gerade in der Nähe sind. Wobei, wir können uns auch einfach da hin teleportieren. So. Oder ich laufe schnell das Stück. Vielleicht finden wir noch irgendwas unterwegs, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Aber dazu trinken wir so einen Trank. Oh, zum Beispiel. Noch ein Effekt. Rottrank und noch ein paar Dindi. Ist das hier eine Sackgasse? Oh, na super. Oh, gut, hier ist der Eingang. Okay, und hier geht's weiter. Nur nochmal zum Überprüfen, dass wir nicht doch irgendwo noch Pilze übersehen haben. Okay, nichts drin. Hier ist auch wieder eine Sackgasse. Ja, Bobo. Bobo-Tempel wahrscheinlich. Ah, okay, da sind wir schon vorbei jetzt. Wir müssen quasi hier runter. Jetzt sind wir aber hier schon viel zu weit. Okay, immer noch am Rand. Das müsste das aber gewesen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, hier wollen wir nicht hin. Ich muss gerade nochmal checken, was das für ein Turm war. So, einmal hier hin. Aber war das der in diesem nebligen Gebiet oder so? Komplett dunkel war und wir überall Laternen anzünden mussten. Nee, war's nicht. Ach, Maneko. Ach so. Das war hier, stimmt. Das ist natürlich. Hier haben wir uns schon überall umgeguckt. Hier gibt es natürlich keinen Kartenmenschen. Ja, okay, hier brauchen wir uns, glaube ich, nicht wirklich umgucken. Der möchte nur von uns, dass wir die Gilde finden von den Mäusen in Rodia. Du kannst nicht mehr den Fluss überqueren, hier ist immer... Die Brücke fehlt doch, Mensch. Okay, ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr groß hingehen. Ich gehe nochmal kurz hier. Genau. Die Ratten... Moment. Wappen des Rattenstammes. Wir müssen nach dem Wappen des Rattenstammes aus... Schau halten. Die Frage ist, wie sieht das Wappen aus?
Okay, ich hab eine Idee. Wir gehen in die Bibliothek in Rodia und schauen mal, ob wir ein Buch finden über den Ratten- oder Mäusestamm. So, ab nach Rodia. Und da hatten wir ja die Bibliothek. Und vielleicht können wir uns da einen Tipp oder irgendwas kaufen, der uns irgendwie weiterhilft. Vielleicht ein Bild von dem Rattenstamm. So. Hier ist auch so eine Kiste. Waren wir da schon drin? Ah ja, hier waren wir schon drin. Da hinten die Truhe. Die Truhe haben wir schon. So. Bibliothek hier lang? Nee, Eulenturm-Museum. Wo ging's denn hier runter zur Bibliothek? Und zum Bäcker müssen wir auch noch uns frisches Brot kaufen. Ob das so ähnlich aussieht, wie hier so ein runder Kreis mit irgendwas drauf? So. Wir gehen erstmal hier rein. Wenn wir jetzt auch die Eulenbombe, vielleicht haben wir ja da eine Chance, irgendwas. Wir haben verdammt viel Geld. Oh nein, müssen wir das alles. Müssen wir das alles nochmal machen? Okay, erstmal können wir hier durch. Ach, ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Hebel und Tore, Bobo-Statue, verschwundenen Bobos. Drei Käfige. Wächterin. Gefängnis waren wir ja schon. Okay, hier unten. Na gut, dann gehen wir mal eine Runde mit den Krügen spazieren. So, einer hier. Und oh nein, Sackgasse. Turmbesichtigung. Was haben wir hier? Die Runen der Macht. Oh, Vogelscheuchen. Jeder weiß, dass sie Vogelscheuchen. Kostet nur 25. Tipp Vogelscheuchen. Weil wir hatten ja schon mal welche gefunden. So, was haben wir für einen Tipp zu den Vogelscheuchen? Jeder weiß, dass sie Vögel davon abhatten, außer... Okay, doch niemand weiß, dass sie auch Geheimnisse bergen. Die Legende erzählt, man könnte eine Vogelscheuche mit einer Melodie aufwecken, die man auf einem... Vielleicht müssen wir ein Lied spielen. Wahrscheinlich einfach den Eulensong. Das haben wir noch nie probiert, okay. Wenn ich mich jetzt erinnern könnte, wo so eine Vogelscheuche gewesen ist. Aber wenn wir noch einmal eine sehen, dann haben wir jetzt auf jeden Fall den Tipp. So, einmal hier abstellen. Okay. Passt das nicht schon? Habe ich gerade irgendwas falsch gemacht? Irgendwo...
War das nicht so? Hier die zwei Töpfe drauf. Und dann geht es auf. Hier ist eine Leiter. Was ist hier? Okay, Eulentürme. Jetzt bin ich aber gerade selber ein bisschen verwirrt. Ich dachte, wir hätten da einfach die... Oder habe ich hier drin was verpasst? Es ging doch hier drinne weiter. Ah, natürlich, jetzt sind die wieder weg. Wie habe ich denn das letzte Mal aufbekommen? Hier haben wir die zwei Töpfe. Oder hatten wir noch einen dritten Podest hier irgendwo, wo wir was draufstellen mussten? Ach, wir mussten hier. Natürlich nicht die Töpfe, sondern hier diese Eulenstatuen. Nummer 1. Und wo ist die zweite? Wo haben wir die zweite Statue stehen? Hallo, zweite Statue. Kann doch nicht so schwer sein. Wo steht die Zunge? Hier hinten ist offen. Habe ich das einfach übersehen? Aber da fehlt uns noch eine zweite Statue tatsächlich. Okay, ich habe es vielleicht einfach übersehen. Hier ging es auf jeden Fall weiter. So, dann gehen wir mal hier runter. Genau, ach, hier in dem Teil waren wir schon. Das andere hatten wir noch gar nicht offen. Okay, was gibt's hier? Symbole. Richtiges Symbol. Kanalisation. Okay. Wasserpegel. Hier konnte man ein Eulenlied spielen. Vergessener Tempel. Die verlorenen Wälder, da müssen wir hin. Mukia-Wald, die verloren. Okay. Da sind Sterne gekennzeichnet. Jetzt in Blau. Die verlorenen Wälder haben wir ja gesucht. Okay, dann müssen wir mal da zu diesen Sternpunkten hingehen. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Wir gehen nochmal hier durch. Vergessener Tempel. Kashia, Bobo-Tempel waren wir auch schon. Geist des Bobo-Tempels. Hat da einen Gehilfen. Fahrt zum Tempel der Nebelwälder. Geheimnisse der Nebelwälder. Wie man sie wieder zum Leben erweckt. Okay, das müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht.
wie man sie wieder zum Leben erweckt. Ein Tipp. Nachts sollen Lichter über den Gräbern... Lässt du die Lichter in den Tempel... Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Im selben Muster. Hm. Okay. Wovon spukt Friedhof von Rodia mit ihrem Freund Theo? Vielleicht müssen wir auch da nochmal zum Friedhof. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was gekennzeichnet auf der Karte. Das ist schon mal gut für die verlorenen Wälder, die wir ja gesucht haben. So, dann gehe ich doch nochmal hier runter. Was haben wir denn hier? Verlassenes Königsanwesen haben wir gekauft. Vier lebendigen Rüstungen. Was liegt hinter den Spiegeln? Okay. Flora, wo sie ohne... Achso, wo... Hüter des Lichts. Leuchtturm. Inneren des Leuchtturms. Kuppel des Leuchtturms. Keller des Schmiedes. Zwei Brüder. Rodia, Anordnung von Basen. Was haben wir hier? In Rodia gibt es einen Mann, der versucht, die Vasen in die richtige Reihenfolge zu bringen, doch er trägt eine bei sich. Also kann man das Rätsel tagsüber, wenn er da ist, nicht lösen. Nachts hingegen sind alle Vasen verfügbar und können in der korrekten Reihenfolge platziert werden. Du musst auf jeder Fliese mit einem Dreiecksymbol eine Vase platzieren. Okay, interessant. Eulenturm von Rodia. Okay, den haben wir auch schon gemacht. Oh, wir müssen öfter in die Bibliothek, glaube ich. Club der... Okay, es gibt nur einen Weg. Ich meine, wir kaufen das auch. Bekleidung für die Wüste haben wir schon. 6 Bobo-Statuen. Ich kaufe den Tipp einfach mal. Die 4 Säulen. Wir haben gerade genug Geld. Warum auch nicht? Der heilige Eulentempel. Diamanten. Regenschirmgeschäft. Hm. Kaufen wir mal einen Tipp zum Regenschirmgeschäft. Okay, wir haben 4 Tipps gekauft. Bedarf an Käse. Aber wir haben leider keinen Tipp gefunden. Irgendwie. Wie es jetzt weitergeht mit diesem... Mit dieser Mäusegesellschaft hier in Rodia. Okay, wir gehen erstmal wieder hier zurück. So. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal ein paar Tipps bekommen. Finde ich ja gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Kugeln, wo man sie kaufen kann. Ich kann nochmal hier unten gucken. Loras Gasthof. Geheimgänge von Rodia. Warum auch nicht? Wir sind ja eh hier unterwegs. Das Rennen. Wir haben ja auch noch kein Rennen gehabt, glaube ich. Ich glaube, ich werde hier Stammkunde. Hier haben wir schon was gekauft. Verlorener Gegenstand. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge dann in Rodia mal gründlich um. Und dann geht's ja auch weiter. Und wir haben noch 5 Tipps, die wir lesen müssen. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, Leute. Und ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.